Hallo, ich grüße dich vom Flughafen Korfu. Auch die schönste Zeit in Griechenland, die geht natürlich einmal zu Ende. Und nach einem tollen Seminar und ein paar wunderschönen Tagen hier auf der griechischen Insel geht es für Katharina und mich wieder zurück nach Hamburg. Und wir fliegen heute mit Marabu Airlines. Und ich dachte mir, ich zeige dir einmal, was dich überhaupt in der Marabu Business Class erwartet. Ich habe nämlich überhaupt nichts dazu gefunden. Ich wollte es nämlich vorher einmal gerne wissen. Und da kommt sie schon. Ich wollte nämlich einmal wissen, was denn so dieser Kontoableger so alles so kann. Und wir probieren das jetzt einfach mal auf diesen 2-Stunden-Hüpfer zurück nach Hamburg aus. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und jetzt geben wir die Koffer ab und dann geht's los. Die Stunden zwischen Hotel-Checkout und Abflug haben wir noch in Korfu Stadt verbracht. Und ich muss sagen, wir waren schwer beeindruckt. Die Altstadt mit seinen historischen Gebäuden ist wie aus dem Bilderbuch und es gibt viel zu sehen. Wenn du also Zeit hast, stattet Kerkira unbedingt einen Besuch ab. Nachdem wir unseren Mietwagen bei Avis abgegeben haben, genießen wir draußen im Café noch einen letzten Espresso, bevor der Check-in öffnet. Die Schalter bei Marabu sind schon gut besucht, als wir um die Ecke biegen. Aber zum Glück gibt es eine eigene Reihe nur für Business Class, denn allein durch diesen Vorteil lässt sich hier sehr viel sinnlose Wartezeit sparen, um an seine Bordkarte zu kommen oder das Gepäck abzugeben. In Korfu ist heute wenig los und wir sind schnell durch die Sicherheitskontrolle. Direkt dahinter erstreckt sich der Duty-Free-Bereich. Wenige Meter danach bist du schon bei den Gates und den gastronomischen Angeboten. Der Flughafen wurde in den letzten Jahren umgebaut und alles ist schön hell und modern. Im Abflugbereich findest du viele Sitzmöglichkeiten und eine schöne Vielfalt an Essen und Trinken. Von Burger über Pizza, Sandwiches und Gyros sowie Salat ist alles dabei. Tatsächlich verfügt der Flughafen sogar auch über eine eigene Lounge, doch die befindet sich blöderweise im Non-Schengen-Abflugbereich hinter der Passkontrolle. Und eine Rückkehr ist ausgeschlossen. Ich habe nämlich extra nachgefragt. Pech also, wenn du sonst eigentlich immer Lounge-Zugang hast. Plan daher also nicht zu viel Zeit am Flughafen an. So holen wir uns ein Eiced Latte bei Starbucks und warten auf die Landung unseres Fliegers aus Hamburg. Unser Marabu-Flieger hat schon knapp 20 Jahre auf dem Buckel und flog die meiste Zeit auch für European Air Charter bzw. Bulgaria Air im Wetlease. Das Einsteigen für unseren Heimflug beginnt mit ein bisschen Verzögerung und wir werden mit dem Bus einmal über das Vorfeld gefahren. Zu meiner Überraschung gibt es sogar einen eigenen Bus für uns und die Familien mit kleinen Kindern. Zusammen mit zwei Familien sind wir die ersten Gäste am Airbus und bereit für das Boarding. So, noch ein Bild für den Blogbeitrag, denn The Travel Happiness findest du auch als Blog mit vielen spannenden Reviews, Guides und Deals im Internet. Schau doch gerne mal vorbei, den Link findest du hier. Die Business Class bei Marabu besteht, wie soll es auch anders sein, lediglich aus dem geblockten Mittelsitz. Die Anzahl der Sitze wird entsprechend der Nachfrage angepasst. Von den ursprünglich 6 Reihen bei Buchung sind am Ende nur 2 Reihen Business Class übrig geblieben. Abgesehen von der ersten Reihe lässt der Sitzabstand in den hinteren Reihen echt zu wünschen übrig. Wir nehmen auf unseren zugewiesenen Sitzen 1A und C Platz und warten das Einsteigen ab, richten uns in der Zeit aber schon häuslich ein. Der Empfang durch die Crew ist sehr freundlich. Tatsächlich bleiben Katharina und ich die einzigen Gäste in der Business Class. Marabu hat zur Verstärkung der eigenen Flotte in den vergangenen Monaten sich unter anderem Unterstützung von European Air Charter aus Bulgarien geholt. Eine angenehme Überraschung dabei ist, und das soll jetzt nicht blöd klingen, die deutsch sprechenden Flugbegleiter. Vielleicht hast du dich ja schon mal gefragt, was steckt eigentlich hinter Marabu Airlines? Marabu Airlines wurde 2023 als Ferienfluggesellschaft gegründet und hat ihren Sitz in Tallinn, Estland. Die Fluggesellschaft wurde von der Investmentfirma Attestor gegründet, die auch eine Mehrheitsbeteiligung an Condor hält. Und sie operiert von Flughäfen Hamburg und München.
Im kommenden Jahr werden auch Basen dann in Nürnberg, Köln und Leipzig dazukommen. Zu Beginn, und das hast du vielleicht auch gelesen, hatte Marabu mit großen Herausforderungen und erheblichen Verspätungen und Flugausfällen aufgrund technischer Probleme und unzureichender Kabinenbesatzung zu kämpfen. Seitdem hat die Fluggesellschaft jedoch Maßnahmen ergriffen, um ihre Operations zu stabilisieren und die Pünktlichkeit zu verbessern. Aktuell besteht die Flotte aus Airbus A320neo, Airbus A320 und Boeing 737-800, die eben teilweise von Wetlys Partnern betrieben werden. So auch in unserem Fall von European Air Charter. Noch während des Steigfluges sprechen uns die Flugbegleiter an und fragen uns, was wir denn essen möchten. Auf dem Abendflug nach Hamburg haben wir die Wahl zwischen zwei Deli-Boxen und entscheiden uns beide für die mediterrane Variante. Die Box ist aus Pappe und darin findest du in unserem Fall eben einen griechischen Nudelsalat, Cracker, Hummus-Dip und ein Brownie. Ein kulinarisches Highlight brauchst du jetzt nicht erwarten, aber es ist dann doch besser als erwartet. Bei den Getränken hast du freie Wahl und kannst auch während des Fluges eben ständig aus der Menükarte frei wählen. Die restliche Zeit verbringen wir mit Lesen, Musik hören und aus dem Fenster schauen. Die Crew war wirklich nett und zuvorkommend, hatte ständig ein Lächeln auf den Lippen und fragte regelmäßig auch nach weiteren Wünschen. Ich habe mir meinen Brownie noch aufgehoben und bestelle mir in der zweiten Hälfte des Fluges noch einen Kaffee. Ansonsten bleibt der Flug weitestgehend ereignislos. So, und lass mich dir noch kurz auch noch das Magazin von Marabu zeigen. Auf der einen Seite findest du die Menükarte mit der Auswahl an Essen und Getränken, während du auf der anderen Seite eben Duty Free shoppen kannst. Bei leichten Regen und dichten Wolken kommen wir immer näher Hamburg und landen dann sicher in unserer Heimatstadt. Hamburg hat uns wieder und ja, vielleicht gleich nochmal Zeit für ein kurzes Fazit von Marabu Airlines. Ich fand es ganz nett. Crew war nett, Flugzeug war voll in Ordnung, ohne dass das jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber ich fand es auch irgendwie ganz angenehm und beruhigend, dass sie Deutsch sprechen und auch sehr gut. Die waren sehr aufmerksam. Vom Essen her ist ja vergleichbar ähnlich wie bei Eurowings, aber die haben auch regelmäßig gefragt, hey, dürfen wir euch noch was bringen, was zu Snack oder was zu trinken. Das fand ich schön und so ging auch der Flug schnell zu Ende. Genau. Und ich hoffe, du konntest jetzt ein bisschen was für dich mitnehmen und dir hilft das vielleicht auch bei deiner Entscheidung, ob man jetzt mit Marabu fliegen kann oder auch eben Business Class. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like da und einen Daumen nach oben. Und ja, dann freue ich mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Also bis dann. Mach's gut. Ciao.